Ja, herzlichen Dank. Freue mich erstmal über das große Interesse. Herausforderung klingt immer ein bisschen abschreckend. Ich sag's mal insbesondere für diejenigen, die vielleicht, ja, ich gucke mich mal um, Interesse haben, für Berlin zu arbeiten. Für mich war es immer die Motivation, gerade ins Land Berlin zu kommen, weil die Herausforderungen größer sind. Das macht sich nicht nur an der Millionenstadt fest, sondern an vielen Faktoren. Und ich erzähle ein bisschen was drüber und dann schauen wir mal, dass wir vor allem in einen tollen Dialog kommen. Denn ich möchte mit Ihnen sprechen, ich möchte ja auch was lernen. Bisschen Metaebene. Ich fange mal an. Was sind die Herausforderungen, die Berlin zu bewältigen hat? Also, wir gucken uns das mal allgemein an. Gilt bundesweit, gilt europaweit, vielleicht auch global. In Berlin steht alles ein bisschen im Fokus mehr, weil sich hier alles sammelt, weil wir eine Hauptstadt sind, eine Weltstadt sind und natürlich uns auch verglichen werden mit anderen Weltstädten. Und da wollen wir auch irgendwann hin. Ich träume immer von der digitalen Hauptstadt Berlin, dass man darüber mal redet. Mal schauen. Ich bin jetzt 6 Jahre hier. Langen Atem braucht man, aber es kann gelingen. Dann schauen wir uns die Spezifika an. Was macht Berlin so besonders? Wird ja immer drüber geredet. Ja, ich finde es immer, ist ein Prädikat, eine Auszeichnung. Manche sagen es anders, aber die interessieren uns mal heute nicht. Und dann reden wir ein bisschen über die Lösungen. Da wir nicht so viel Zeit haben, kann das nur ein Anteasern sein, aber ich denke, wir finden eine Basis, in den Dialog zu kommen. Steigen wir mal ein. Ganz klar, technologischer Fortschritt. Jeder guckt mal auf sein Apple iPhone. Ja, das erste 2007, jetzt sind wir bei 15. So viele Jahre waren es nicht, so könnte ich ein Fast Story stricken. Heute reden wir über ganz andere Sachen. Wir reden über Cloud Computing, wir reden über KI. Wir reden über Open-Source-Möglichkeiten. Ja, ich muss gar nicht in die Details gehen. Themen, die auch so eine Verwaltung, so ein Land Berlin, wie alle Länder überrollen, fast überrollen. Wie kriegen wir das hin? Wie gehen wir damit um? So. Zunehmend spürbarer demografischer Wandel. Ich muss nichts sagen. Das Thema Fachkräfte, jeder kennt's. Der Mangel ist enorm. Wir müssen mit umgehen. Nur als Schlagwort, Berlin wird im öffentlichen Bereich im Jahr 2030 30% seiner Mitarbeiter verlieren. Und die gehen wahrscheinlich gut gelaunt, weil sie in den Ruhestand gehen. Aber der Rest bleibt zurück. Und für die, gehöre auch schon zu der Generation, die langsam daran denken darf, aber für die tragen wir die Verantwortung, dass sie das Schiff hier auch noch steuern können. Und zwar nicht im eigenen, nur im eigenen Interesse, sondern vor allem im Interesse der Stadtgesellschaft. Wachsende strategische, fachliche Anforderungen. Wenn wir uns die Krisen der Welt anschauen, gewinnt natürlich Souveränität, digitale Souveränität, einen ganz anderen Stellenwert. Vor 10 Jahren haben wir in der Form noch überhaupt nicht darüber geredet. Jetzt wird föderal in allen Gremien, IT-Planungsrat, überall, wo sie hinkommen, wir müssen souverän werden. Dabei haben wir uns über viele Jahre Abhängigkeiten geschaffen. Dicke Bretter, dicke Bretter. Cybersicherheit kann ich in die Details einsteigen, aber ich befasse mich in meinem Job täglich mit Themenstellungen, die uns davor bewahren sollen, dass Daten verloren gehen, dass wir angegriffen werden, dass Wahlen funktionieren und jeden Tag eine neue Baustelle und natürlich, der Hacker ist immer einen Schritt schneller und im Zweifel schlauer. Das heißt, ein permanenter Wettbewerb, den wir uns stellen müssen. Das sind die Herausforderungen. Ich betone nochmal, wenn es sie nicht gäbe, wäre es langweilig, würde ich wahrscheinlich gar nicht hier stehen, weil ich dann kein Interesse hätte, hier zu arbeiten. Aber es sind Rahmenbedingungen, die uns fordern. Wir haben eine Zeit erlebt, nicht nur in Berlin, sondern bundesweit, voller Kassen. Es gab mal 3 Milliarden, ich erinnere das nur, für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Fragen Sie mich jetzt nicht, vielleicht später am Rande, wie viel davon geflossen sind. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass die Haushalte Restriktionen erfahren. Das heißt nicht, dass kein Geld da ist. Das heißt aber, wir müssen uns mit Blick auf neue Aufgaben, die
mit Krise, Katastrophe zu tun haben. Lebenssachverhalten, über die wir vor fünf Jahren noch gar nicht nachgedacht haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Es soll jetzt nicht der traurige Moment sein, aber es sind Sachverhalte, die ändern nicht die Anspruchshaltung gegenüber Digitalisierung. Wir müssen hier was machen, aber sie verändern die Rahmenbedingungen und wir müssen trotzdem weitermachen. Und das wird gehen. Keine Sorge, es gibt kein rechtliches Kolloquium, aber so ein paar Schlagworte zu dem, was föderal an europäischen Vorgaben auf uns einprasselt, findet man hier noch. Auch damit muss sich Verwaltung auseinandersetzen. Mit 30% weniger Personal, zunehmender Überalterung, demografischem Wandel, das sind schon dicke Bretter. Nochmal ein kleines Bild, um das im Überblick zu verdauen. Klingt wie ein Problem. Ja, wir dürfen es ja immer nur Herausforderungen nennen, aber es gibt Lösungen. Und die Lösungen sitzen wahrscheinlich hier versammelt. Am Ende komme ich darauf zurück, weil wir letztlich alle gefordert sind, mit der Kompetenz an der Stelle, wo wir arbeiten, viel besser zusammenzuwirken. Kleiner Appetizer, Berlin bietet den Boden, um Zusammenarbeit zu kultivieren, ganz anders. Und ich habe nicht nur hier gearbeitet, ich kann Ihnen sagen, ganz anders als in vielen Städten der Welt. Jetzt ist Berlin ja bekanntermaßen ein bisschen besonders, wir sind ja stolz drauf, freuen uns auch, deswegen in Berlin wohnen zu dürfen. Und die Besonderheiten gucken wir uns mal an, was das im Kontext Digitalisierung bedeutet. Also den ersten Satz, größte Kommune, eigenes Bundesland, eine Hauptstadt, erfüllt uns mit Stolz. Führt aber dazu, dass wir leider uns eingestehen müssen, ist nicht ganz so wie in Hamburg. Und viele gucken ja mal nach Hamburg und da wird so schön durchgesteuert und da gibt es die tolle zentrale Digitalisierungsbehörde. Warum macht er das in Berlin nicht so? Ja, weil wir verfassungsrechtlich bis dato anders aufgestellt sind. Ob sich das mal ändert? Da wage ich mal heute keine Prognose. Ich bin ja auch nicht politisch berufen und mag mich dazu auch gar nicht so richtig äußern. Wir müssen mit den Rahmenbedingungen auch an dieser Stelle umgehen, die sich in der Kompetenzverteilung vor allem festmachen lassen. Ich sage das mal ein bisschen abstrahierter. Gemeint ist Zuständigkeiten. Wer macht was? Solange wir, und das ist aus der Digitalisierungssicht schon eine wirkliche Baustelle, solange wir das Bestreben haben, dass jeder Bezirk, jede Verwaltung seine eigene Insel schön gestaltet mit der Technik, die man sich gerne leisten möchte, werden wir gemessen an den allgemeinen Rahmenbedingungen Schiffbruch erleiden. Die Erkenntnis ist da. Die Erkenntnis ist da. Da werden wir was ändern. Und dann kommen natürlich die wichtigsten Akteure in unserer Stadt, nämlich die Bürgerinnen und Bürger, zu denen wir ja auch gehören, die bestimmen das Maß, die bestimmen, ob wir in unserer Verwaltungsmodernisierung erfolgreich sind und die sind anspruchsvoll. Die wollen natürlich nicht nur in 14 Tagen Termin, die wollen eigentlich gar nicht aufs Amt. Und im Kern müsste man darüber reden, warum digitalisiere ich eigentlich den ganzen Quatsch und warum fange ich nicht eigentlich bei den Regularien an und ändere das Geschäftsmodell und frage mich mal, ob ich überhaupt den Antrag brauche, statt einfach zu sagen, ich nehme jetzt ein willkürlich gewähltes Beispiel. Ja, warum muss ich den Parkausweis beantragen, den Bewohnerparkausweis beantragen, wenn ich doch mein Fahrzeug anmelde und man ihn automatisch ausstellen könnte? Ich könnte ja auch widersprechen. Warum nicht so rumdenken? Das ist der Prozess, den wir versuchen natürlich auch mit anzustoßen. Und die Bedarfslage, ich mache es auch nur an einem Beispiel fest. Als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, war uns vollkommen klar, wir werden mit vielen Vertriebenen und Flüchtlingen umgehen müssen. Und da wurde gesagt, wie wollen wir die denn registrieren ganz schnell? Wie kriegen wir denn das hin? Also wenn wir da so auf föderale Lösungen, EVA, gewartet hätten, dann hätten wir 8-9 Wochen gebraucht, bis vielleicht eine Lösung implementiert werden kann. Leider Gottes wäre die Schlange dann vor dem entsprechenden Landeseinwohneramt 3-4 Kilometer lang gewesen, mit allen Schlagzeilen, die man ja morgens gern auch in der Zeitung lesen kann.
Und das ist bestimmt nicht der Bedarf, bedarfsgerecht. Was haben wir gemacht? Wir haben einen digitalen Antrag in einer Woche gebaut und haben dem Rechnung getragen. Das ist wahnsinnig anspruchsvoll. Das ist genau die Herausforderung, die in keiner Stadt in Deutschland sich so darstellt wie in Berlin. Alle Problemlagen potenzieren sich hier. Alle Anforderungen sind gewaltiger, weil sie ein quantitatives Problem darstellen. Und dem kann man mit Digitalisierung vielfach gut begegnen. Jetzt kommt noch so ein Thema. Ich bin 2018 nach Berlin gekommen, hatte davor so ein paar andere Stationen in anderen Bundesländern und beim Bund. Ja, ich wusste schon, was mich erwartet. Aber dass ich mit Dingen konfrontiert werde, technologisch, die eigentlich ins Museum nebenan gehören, das hat mich auch an mancher Stelle schockiert. Was ist passiert? Man hat 10 bis 15 Jahre nicht investiert. Und jeder, der unternehmerisch interessiert oder tätig ist, weiß, wer das nicht tut, hat verloren. Wir haben nicht verloren. Wir haben wahnsinnig aufgeholt. Aber komme ich gleich zu. Aber wir haben hier eine Baustelle. Und nach 6 Jahren muss ich immer noch sagen, es ist nach wie vor die größte Baustelle rund um Digitalisierung in Europa, weil hier viele Jahre nichts gemacht worden ist. Und jetzt stehen wir davor. Nächste spezifische Rahmenbedingung, dass wir hier die ganzen Großprojekte, ich habe so einige in anderen Bundesländern schon verantwortet und umgesetzt, kann ich nur sagen, die ganzen Großprojekte müssen wir jetzt parallel hier umsetzen mit dem eingangs besagten sinkenden Personalkörper, weniger Ressourcen und einer Erwartungshaltung, natürlich eine Erwartungshaltung, die der Hauptstadt gerecht werden muss. So. Ich sag's mal ein bisschen verkürzt, die besonderen Rahmenbedingungen der Hauptstadt und die Unbekümmertheit, die man sich hier viele Jahre geleistet hat, ja, die erfordern jetzt halt besondere Kraftanstrengungen. Ich kann nur wieder sagen, und da spreche ich nicht nur für mich, sondern ich spreche für viele Kolleginnen und Kollegen in der Hauptverwaltung, in den Bezirken, die sind genau deshalb hier, weil sie keine Lust haben mehr, unbekümmert hier ihre Stadt sozusagen in ein digitales Nirvana zu führen. Sondern die arbeiten daran, dass es besser wird. Und wir müssen unsere Kraftanstrengungen ein bisschen vergrößern, obwohl die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Wie machen wir das? Nebenbei. Damit wir jetzt nicht alle in Depression verfallen, ganz so schlimm ist das ja nicht. Ich bin fest davon überzeugt, das war ich auch schon vorher, bevor ich hierher gekommen bin, Berlin kann Digitalisierung. Was wir nicht so gut können, ist, glaube ich, auch eine kulturelle Verfasstheit, dass wir zu wenig über unsere Erfolge sprechen. Morgens liest man erstmal wieder, was man falsch gemacht hat. Ich zitiere jetzt nicht die einzelnen Gazetten, die das veröffentlichen. Dann verfällt man in die Morgendepression, dann wird das im Büro auch wieder der Tag reflektiert, was war gestern alles schlecht und so weiter. Genau das ist eine Kultur, an der wir alle dazu beitragen können, die zu verändern, positiv zu reden. Es gibt eine Menge, kann ich jetzt nicht alles hier auflisten, aber so ein bisschen was möchte ich Ihnen nochmal ins Gedächtnis rufen. Was hat sich gerade in den letzten Jahren verändert? Aber ich würde sagen, heute sind wir strukturell ganz gut aufgestellt. Als ich 2018 gekommen bin, kleine Abteilung, 30 Leute, Budget 140 Millionen Euro, heute 2 Abteilungen, über 90 Leute, im Einsatz 180 Unterstützungskräfte aus unterschiedlichen Bereichen, 350 Millionen Euro Budget und um die 200 Maßnahmen, die wir versuchen, ich sage immer versuchen, nicht alles gelingt, mit einer ordentlichen Fehlerkultur, auch trotzdem umzusetzen. Und ich finde, strukturell kann sich das sehen lassen. Das ist erstmal eine gute Basis. Gut reden heißt, wir sind vorn, sehr weit vorn in Berlin mit den Online-Dienstleistungen. 2020 haben wir den digitalen Antrag als standardisierte Basiskomponente eingeführt. Seitdem gibt es 100 standardisierte Anträge, die Bürgerinnen und Bürger den Weg ins Bürgeramt ersparen und die Terminsuche. Das ist nur der digitale Antrag. Es sind 300, sicherlich mehr, gelistet, die man nutzen kann. Jetzt müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, und wo finde ich die? Und warum ist das so schwer, die aufzusuchen? Ja, genau, das ist das Problem.
Es fehlt die Kampagne, es fehlt das Marketing, es fehlt die Unterstützung, auch einen Antrag bedienen zu können, wenn er noch zu kompliziert ist. Daran arbeiten wir. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Mobile Arbeitsfähigkeit. 2018, Sie erinnern sich, da gab es mal diese Pandemie etwas später. Unter 10% der Beschäftigten der Berliner Verwaltung konnten mobil oder im Homeoffice arbeiten. Unter 10%. Für mich, ich war fassungslos. Also, wie ändern wir das? Ja, die Pandemie hatten wir nicht bestellt, wollte keiner. Aber man muss sagen, bei allem, was sie an Leid gebracht hat, hat sie der Digitalisierung einen enormen Schub beschafft. Heißt, heute sind 70% der Beschäftigten arbeitsfähig. Innerhalb von anderthalb, zwei Jahren konnten wir das realisieren. Plötzlich ist das Thema Homeoffice für die meisten, die das machen können, natürlich hängt es vom Arbeitskontext ab, der Vollzugspolizist weniger als derjenige Mitarbeiter meiner Abteilung beispielsweise. Klar, da ist Homeoffice state of the art. Und so muss das sein, wenn wir die nachwachsenden Generationen auch motivieren wollen, für den Staat flexibel zu arbeiten. Und meine Vision, ich darf sie nicht sagen, aber es hört ja keiner zu. Also mir ist das Persönliche völlig egal, wo meine Mitarbeiter arbeiten, wenn wir das soziale Miteinander hinbekommen. Und ehrlich gesagt, die Flexibilität, wir reden über eine ganz andere Flexibilität in 2030. Und mal schauen, ich werde Beschäftigte einstellen, die vielleicht in München wohnen, einmal im Monat kommen. Ich kann mir da alles vorstellen. Und genauso müssen wir denken und vielleicht einen Schritt vorandenken und damit auch wettbewerbsfähig zu anderen föderalen Einheiten sein. Ja, Geschäftsbesorger bei guten Lösungen, so habe ich das mal genannt. Unser Service Center, digital unterstützt die 115. Richtiger Kassenschlager, viele Anrufe, auch in Corona-Zeiten mit Hotline. Das funktioniert. Und es funktioniert so gut, dass ich nach vielen, vielen Jahren, ich habe es noch aus der Brandenburger Seite erlebt und war damals dort zuständig, ich habe lange versucht, diesen Beitritt herbeizuführen, ist mir nicht gelungen, aber jetzt von der anderen Seite aus, jetzt macht Brandenburg Folgendes, sie nutzen die 115 und unser Service Center. Nein, wenn das kein Aushängeschild ist. Also, wir müssen über unsere Erfolge sprechen. Und dazu beitragen, dass Berlin nicht schlechter geredet wird, als es ist. So, jetzt beende ich mal den kleinen Exkurs. Ich könnte noch stundenlang Positives berichten. Gucken wir mal auf das, was die Herausforderung betrifft. Wie gehen wir damit um? Klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber ist ganz wichtig. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass das Personal nicht ausreicht, dass ich finanzielle Restriktionen habe, dann kann ich eben nicht alle Dinge gleichzeitig machen, denn in der Regel ist es dann so, dann werden sie in allen Dingen gleichzeitig auch noch scheitern. Also muss ich, und das ist das, was wir politisch auch gemeinsam mit der Politik hinbekommen müssen, stärker priorisieren, das Management, auch das politische Management auf die wirklich dringlichen Aufgaben fokussieren. Und wenn ich aktivieren habe, heißt es, die Kräfte nutzen, die außerhalb der Verwaltung stehen, die das Know-how haben, was vielleicht in der Verwaltung fehlt, um unser Programm trotzdem durchzusetzen. Ja, es erfordert vielleicht ein bisschen längeren Atem, aber das erstmal allgemein gesagt. So, jetzt gucken wir mal so ein bisschen Auszug aus der Agenda, vielleicht auch ein bisschen aus unserer CDO. Da ist schon eine hohe Deckungsgleichheit. Na klar, wir arbeiten für Sie und sind davon überzeugt. Die Rahmenbedingungen rund um auch die Selbstständigkeit, die es über Jahre gelebt worden ist in Berlin und heterogene Inseln hat entstehen lassen, die werden wir zwangsläufig, wenn das Personal geht, zunehmend aufgeben müssen. Das setzt natürlich voraus, dass wir das sortieren und gleichwohl natürlich die Hoheit, die Organisationshoheit bei Bezirken belassen, aber Verantwortung klar verordnen und dafür sorgen, dass diese Diffusion beendet wird. Das ist das Paket der Verwaltungsreform, das ich zwar nicht als Abteilungsleiter zu verantworten habe, aber bei dem wir natürlich mit unseren digitalen Komponenten einen aktiven Beitrag leisten. Der Rechtsrahmen muss gesetzt werden durch ein Zuständigkeitsgesetz. Wir haben es eben schon gesagt, der wichtige Kunde sind unsere Bürgerinnen und Bürger. Die müssen im Fokus stehen.
Also es ist ja wunderbar, wenn für einzelne Dienstleistungen, Denkmalschutz etc., ich will das nicht kleinreden, digitale Anträge gebaut werden, aber die relevante Masse ist es nicht. Und im Zweifel wird auch nicht das 14-Tage-Ziel dadurch besser erreicht, sondern wir müssen gucken, was sind die Massenverfahren und die müssen wir in den Fokus stellen. Deswegen gibt es ein Programm, mit dem wir die digitalen Bürgerdienste beleuchten. Und das auch im EFA-Kontext, in Zusammenarbeit mit anderen Ländern, mit Hamburg insbesondere im Meldewesen. Und zu den Großprojekten. Also als ich nach Berlin kam, 2018, bekam ich eine Umlaufmappe auf den Tisch. Da stand drauf, digitaler Posteingang. Ich wusste gar nicht, was das jetzt ist. Ich hatte ja bis dato analoge Dinge, kannte ich gar nicht mehr. Aber es war eine Mappe. Immerhin stand digitaler Posteingang auf. So. Es ist der Inbegriff dessen, dass man sich auf den Weg gemacht hat, sozusagen digital zu arbeiten, individuelle Systeme einzuführen, digitale Aktensysteme unterschiedlichster Art in der Verwaltung. Man wusste noch nicht so richtig, wie man mit den Originalen umgeht, hat in eine Mappe gepackt. Das Gescannte wurde dann nochmal im Original weitergeschickt. Naja, gut. Das muss natürlich anders werden. Und dafür haben wir so ein Projekt initiiert. Ein Projekt, das ganz schön viel Staub aufwirbelt. Digitale Akte, aber was notwendig ist, denn wenn die Verwaltung selbst nicht, und zwar auf jedem Arbeitsplatz, über so ein Projekt ihr digitales Bewusstsein, ihr Mindset ändert, dann wird es auch nach außen nichts, weil man gar nicht merkt, was um einen rum passiert. Ich sage das mal sehr vereinfacht. Die Anforderungen, insbesondere der nachwachsenden Generation, an das, was Verwaltung digital leisten muss, sind ganz andere. Eine Verwaltung, die selbst nicht so arbeitet, wird dem nicht gerecht werden können. Deswegen zählt das zu einem der Schwerpunktthemen. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Anforderungsseite. Demografischer Wandel, technologische Schulden, weniger Personal, wie ich es eingangs sagte. Was müssen wir machen? Wir müssen standardisieren. Standardisieren, Kräfte bündeln, gucken, dass nicht jede Organisationseinheit jedes Thema selbst erfindet, sondern schauen, dass das zentral gesteuert durch die IKT-Steuerung, durch meine Abteilung im Land eine Flächendeckung erzielt. Dafür machen wir ein Programm One IT, mit dem wir die Kräfte letztlich bündeln wollen und schauen wollen, dass standardisierte Produkte auf jedem Arbeitsplatz vorhanden sind, senkt den Administrationsaufwand. Das wissen Sie alles, im Kern letztlich Bündelung der Kräfte. Deswegen auch ein Schwerpunkt für uns. Und jetzt kommt das für mich Spannende. Und da, glaube ich, können wir uns, jeder, der ein bisschen reist, sollte sich auch umschauen, wie andere Länder das eigentlich befüllen. Und da muss Deutschland, glaube ich, noch eine ganze Menge lernen. Also muss ich sagen, das Erlebnis, was ich hatte, was mich am meisten beeindruckt hat, war in Tel Aviv. Die Selbstverständlichkeit, von einem Ökosystem zu sprechen und zu sagen, die Kunst liegt darin, wie beziehe ich Akteure ein, weil ich selbst die Kompetenz nicht habe. Nicht die Denke zu haben, wie baue ich die Kompetenz selber auf, weil es ja so schwierig ist, andere Akteure einzubeziehen, sondern es umzudrehen. Das ist der Wert, mit dem wir umgehen müssen. Und ich habe nur ein paar in Klammern. Bitte, niemand fühlt sich ausgeklammert. Es war gestern ein bisschen spät, als ich den letzten Satz da reingehämmert habe in die Maschine. Wir haben das CityLab, wir haben die Technologiestiftung, wir haben den GovTech-Partner, wir haben Berlin-Partner, wir haben das DIN, wir haben Berlin Online mittlerweile im eigenen Portfolio. Wir haben Startup-Unternehmen, wir haben viele Großunternehmen, wir haben Beratungshäuser und. Also mehr als in Berlin versammelt ist, findest du in Deutschland nahezu an keinem Fleck. So, jetzt müssen wir gucken, wie schaffen wir die Kooperationen? Gute Beispiele haben wir. Stehen auch teilweise natürlich hier, ist klar, unsere Leuchttürme. Aber das Ökosystem wirklich zum Leben zu erfüllen, da ist noch eine Menge zu tun. Wenn ich hier gerade den Kollegen von CityLab sehe, tolle Ideen, da wird schnell was auf die Straße gebracht. Und woran scheitert es? Der Transfer in die Verwaltung gelingt noch nicht. Und daran arbeiten wir. Das sind die Punkte, mit denen wir uns befassen müssen. Aber mit einem müssen wir uns nicht befassen, zu versuchen, die Kompetenz, die an anderer Stelle vorhanden ist, zu ersetzen. So, das ist so ein bisschen der Ausflug, den ich heute mit Ihnen machen wollte.
der beantwortet nicht alle Fragen, aber ich bin ja jetzt hier, um vielleicht die eine oder andere Frage zu beantworten. Ihre Fragen folgen dann meine Antworten. Soweit erstmal herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir für den tollen Vortrag. Und ja, ich würde jetzt Fragen entgegennehmen. Bitte um Handzeichen. Dann fangen wir mal hier an und dann hier vorne. Hallo, meine Frage ist, wie schaffen Sie es, IT-Fachkräfte anzuwerben, gerade in Konkurrenz mit der Wirtschaft? Und wie handelt sich Open Source in Berlin? Ich kann es mal wiederholen. Wie schaffen Sie es, IT-Fachkräfte anzuwerben, gerade in der Konkurrenz mit der Wirtschaft? Ja. Ah, ja. Besser? Ja. Wie schaffen Sie es, IT-Fachkräfte anzuwerben, gerade in der Konkurrenz mit der Wirtschaft? Und wie handhaben Sie Open Source in Berlin? So, der Anwerbeprozess ist natürlich ein guter Punkt, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, und ich habe jetzt so in den letzten 6 Jahren allein in meinem Büro um die 30 Auszubildenden gehabt. Und ich kann Ihnen sagen, die wollen eins. Eine spannende Umgebung. Gestaltungsfreiheit. Flexibilität. Und ein Thema, das für sie einen Mehrwert erbringt. Definitiv, es ist so. Und interessanterweise, die das erlebt haben, also wir versuchen ja, diesen Rahmen immer mehr auch aus unserem Bereich zu gestalten für die Verwaltung. Also nebenbei, bei mir kann man sehr, sehr flexibel arbeiten. Wer Interesse hat, gerne ins Gespräch kommen. Nur so bekomme ich das. Es ist interessanterweise nicht der Punkt, allein ist das Einkommen, klar. Beim Bund, ich kenne auch den Bund und weiß, da kann man auch super Jobs machen, aber ich glaube, die Unmittelbarkeitserfahrung im Erleben in überschaubaren Apparaten und zu sehen, was habe ich eigentlich für eine Arbeit auf dem Tisch und welche Wirkung entfaltet die, dies in unserem Land, die Chance ist einzigartig. Es erfordert eine ganz andere Führungskultur. Und wir müssen natürlich noch eine Menge tun im Marketing und vielleicht muss ich irgendwann auch meinen Anzug tauschen gegen ein anderes Outfit, dass sie die Sie-Form ablegen, ein bisschen attraktiver werden, damit wir nicht so verstaubt wirken, wie man manchmal rüberkommt. Ich sage das so, wie es ist. Ich glaube, daran muss man arbeiten. Also, Führungskräfte müssen sich verändern, müssen sich dem Zeitgeist anpassen und ich glaube, dann haben wir eine Chance. So, mit Blick auf die Zeit, eine Frage schaffen wir noch. Wenn ihr knackig bleibt, vielleicht sogar zwei. Super, vielen Dank für die Einblicke, das war sehr spannend. Für mich war das jetzt noch nicht konkret genug. Ich fand, die Lösungen waren eher Ziele, die jetzt auch nicht unbedingt neu sind, sondern die wir eigentlich kennen. Und ich würde gerne wissen, welche konkreten nächsten Schritte, ich muss das hier mal ausziehen, so jetzt ist besser, welche konkreten nächsten Schritte Sie planen, um denn die Herausforderungen auch zu tackeln. Sie haben es gerade gesagt, das Budget ist ein großes Problem. Sie haben gerade gesagt, Fachkräftemangel, wir müssen uns ja beeilen, weil der Fachkräftemangel kommt. Und wenn wir nicht digitalisiert sind, dann haben wir Schwierigkeiten. Und ich würde gerne wissen, in welcher Timeline Sie das planen. Danke. Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage auch dazu. Klar, in so einem Vortrag kannst du das nur anteasern. Also ob ich jetzt die Timeline zu allen Projekten Ihnen sagen kann, weiß ich nicht. Ich versuche das mal ein bisschen zu abstrahieren. Erster Punkt war, wir haben einen strukturellen Aufbau bewältigen müssen, um überhaupt leistungsfähig insgesamt zu sein. Ich sagte eben, Antwort 2 Abteilungen, mittlerweile die Berlin Online als Unternehmen in unserem Portfolio. Das heißt, wir haben eine Grundbasis, mit der wir arbeiten können. Fokussierung, ganz klar. Also digitale Akte, ich sage, im Gesetz steht, die soll bis zum Ende der Legislatur quasi eingeführt sein. Wir haben die Timeline längst gerissen, aber im Kern ist, ich glaube, entscheidend ist, wir wollen bis zum Ende der Legislatur, und das ist bald, unter Beweis stellen, dass dieses Produkt tatsächlich im Einsatz befähigt ist. Das ist ganz konkret die erste Zielstellung, die ich habe. Bei der Standardisierung, meine Zielstellung bis zum Ende der Legislatur, nochmal, wir reden darüber, dass wir, Sie wissen, eine kurze Legislatur, ziehen wir mal die Phase des Wahlkampfs ab, dass wir bis zum Ende der Legislatur den Grundstock der Hauptverwaltungen
standardisiert haben, dass sie also quasi auch bereit sind, migrationsready sind und den Berlin-PC einsetzen können. Das wollen wir. Bei großen Projekten gibt es immer Risiken. Das werden für diese beiden Projekte gesprochen. Wir müssen Timeline, wir müssen im Hintergrund laufen ganz andere Projekte. Wir müssen ein Berechtigungskonzept, ein Active Directory aufbauen, das läuft. Wir haben ganz, ganz viele technische Baustellen, die momentan realisiert werden müssen. Dafür gibt es ganz klare Projektpläne. Konkret können wir dazu reden, wenn ich genau weiß, in welche Richtung Sie interessiert sind. Also da jetzt einen Vortrag zu halten, wird schwierig. Aber die Zielstellung ist, tatsächlich uns zukunftsfähig zu machen. Wir haben um die 50 freie Stellen. Ich würde schon die Hoffnung haben, dass wir die besetzen können. Einen Run gibt es jedes Jahr auf diese Stellen. Wir müssen sie jetzt in die Ausschreibung bringen. Durch den Wechsel in die Senatskanzlei läuft diese Maschinerie gerade an. Zielstellung, bis zum nächsten Jahr ist ein Großteil der Stellen auch tatsächlich besetzt. Das ist die Zielstellung, die wir haben. Und dann, glaube ich, sind wir einen kleinen Schritt weiter. Ob es das große Bild und das Big Picture, was Sie haben wollten, schon zeichnet, weiß ich nicht richtig. Aber müssten wir uns, glaube ich, noch mehr Zeit nehmen.